Hallo und willkommen zurück zu Dead Space. Ich find's ein bisschen scheiße, dass ich das Ding nicht aufnehmen kann hier. Hier ist auch kein Shop in der Nähe gewesen, ne? Karte. Eben gucken. Da hinten ist erst einer. Nee, es lohnt sich nicht. Verdammte Axt. Gut. Dann. Moment. Hallo. So. Ist doch ganz einfach. Ausreichend Treibstoff und Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, funktioniert einfach. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Und dann hast du wahrscheinlich auch was gesehen, Kollege. Will das Ding mitnehmen? Kann ich nicht irgendwas noch verwenden hier? Ach, ich kann entfernen. Na gut. Ach, der schmeißt es dann quasi weg. Okay, Moment. Ja, obwohl passt schon. Ich denke mal, das ist eine neue Waffe. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Und die würde ich doch gerne ficken. Hau ab, du. Drecksvieh. Nein, ich würde die Waffe nicht gerne ficken. Scheiße. So, Drecksack. Mal direkt ein Medipack benutzen wieder. Oder habe direkt ein Medipack benutzt. Alter, ich will dich nicht mitnehmen. Bleib da. Drecksding. Okay, zurück den ganzen Weg und ich ahne ja wieder Schlimmes, dass wir eventuell wieder Besuch kriegen werden hier. Ja. Total unauffällig, ich sehe dich überhaupt nicht. Gevatter. Scheißding. Kann ich die jetzt mitnehmen? Ja. Du springst mir doch gleich sowieso wieder entgegen, also kannst du doch auch direkt hier bleiben, Arsch. Ach, diese kleinen Drecksviecher auch noch. Scheiße, Waffe wechseln. Lebt hier noch was? Das ist aber schon mit die stärkste Version von denen, die ich bis jetzt getroffen habe, glaube ich. Okay. Lag das Medipack hier von vorhin schon? Ah, so eine Motte wieder. Scheiße.
du Scheiße, die kann die Viecher zum... zum Leben erwecken, quasi. Das ist ja eklig. Ja, ich gehe da sofort hin. Ja, super. Na gut. Probieren wir es mal so, nicht wahr? Alter. Okay, es hat sogar recht gut geklappt. Diese Waffe ist effektiv. Verdammte Axt. Kann ich die jetzt mitnehmen hier? Ja, schön. Ich will die allerdings nicht verschwenden, die Munition davon. Speicherpunkt. Hier gab's sonst nichts, ne? Aber war hier nicht auch ein Shop in der Nähe? Speichern. Ja, bitte. So. Okay. Bräuchte mal wieder ein größeres Inventar. Mehr Credits. Da. Ich werde mal eben kurz einen Schluck trinken, Sekunde. So. Weiter geht's. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Luftkanister. Ja, ich hab so das dumpfe Gefühl, dass gleich wieder Schwerelosigkeit kommt. Oh, ich will das Medipack mitnehmen. Was kann ich denn wegwerfen? Also Medipack schmeißt das Stase-Ding weg. Weil die Medipacks sind mir deutlich wichtiger. Audiolog. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Genau, mach das mal. Hat scheinbar nicht so wirklich dolle geklappt, ne? Okay, ist hier noch irgendwas? Eine Werkbank. Ach, jetzt kommen die Werkbänke alle Nasen lang. Aber ich habe keine... Knoten. Da könnten sie mir ruhig mal ein paar mehr von spendieren. Pass auf, jetzt ist hier einer drin. Nee, Credits. Strahlmunition. Was ist das? Noch mehr Medipacks. Plasma-Energie. Alter, ich will die Medipacks alle mitnehmen. Ich habe viel zu wenig Platz. Scheiße. Ist hier noch irgendwo der Shop in der Nähe gewesen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? War oben einer? Oben war einer. Fick. Nochmal zurück. Weil ich kann ja auch Zeugs lagern.
Da bringt mir ja nichts, wenn ich hier alles Mögliche wegschmeiß. Was ich im Endeffekt doch brauchen könnte. Aber auf jeden Fall will ich die Medipacks alle mitnehmen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unspannend, tut mir leid, aber ich habe gerade auch einfach nicht dran gedacht, dass hier ein Shop ist. So. Achso gut, die verschwinden jetzt sowieso. Energieknoten 10.000, ey. Per Kleinplasmaenergie, Luftkanister, Mittel. Industriesäge mit Fernsteuerung. Alter Finne. Ach. Na gut, das habe ich schon. Was packe ich denn weg? Die Waffen nehme ich mit. Den Luftkanister kann ich eigentlich wegpacken. Ja, das war's eigentlich schon. Scheiße. Obwohl, warte mal, wir packen mal so ein paar von den kleinen Medipacks auch in den Safe. So. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Platz. Hauptsache, ich denke auch dann daran, dass ich die irgendwo eingelagert habe. Das ist nämlich auch noch nicht sicher. Ich sehe das schon kommen, dann renne ich nämlich wieder rum und sage, ah, verdammt, ich habe keine Medipacks. Und vergesse, dass ich noch welche im Safe habe. Das kann durchaus passieren. So. Luftkanister, lass mal Luftkanister sein. Stasepack. Hatte ich ja weggeworfen. Medipack-Mittel auf jeden Fall mitnehmen und die Plasma-Energie. Ja. Dekontamination aktivieren. Oha. Da draußen geht eine Party ab. Ich glaube allerdings nicht, dass die lange draußen bleiben. Jupp. Klar. Wichslappen. Spaßt. So. Die
Das ist doch ein Witz, oder? Vielen Dank für Ihre Geduld. Danke, dass Sie nicht gestorben sind. Scheißding. Okay. Rechts lang, ich denke mal, das ist hier ein Kreis, oder? Ja. Obwohl, Moment, stopp, ich will erst links gucken. Da rollt was. Aha. Aha. Doch ganz gut, dass ich links geguckt habe. Wollte gerade sagen, gut, dass ich doch erst links geguckt bin. Warum auch immer ich das sagen wollte. Na gut. Alter, die Soundeffekte. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Gefällt mir nicht. Halbleiter Gold. Ist hier vielleicht noch ein Speicherpunkt? Nein. Es sieht so nach Schwerelosigkeit aus. Ich weiß es nicht. Speicherstation. Entweder Vakuum oder Schwerelosigkeit. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier schon einen Cut machen soll. Oder noch eine Runde weiterspiele. Ich glaube, ein bisschen mache ich noch. Gucken, was kommt. Ja. Ich wusste es. Okay. Gott, wie ging das denn nochmal? Irgendwie. Oh, ich habe eine eigene Inventartaste. Cool. So, genau. Was ist das denn? Für eine widerliche Scheiße. Wo bist du? Fick dich! Alter! Dieses Spiel ist nicht gut für mein Herz. Zentrifuge. Zum Starten der Zentrifuge Energiekupplung aktivieren. Okay. Und wie mache ich da das? Kupplung aktivieren. Kann es sein, dass ich die irgendwie schieben muss? Ja. Setzen Sie Stase ein. Ah, okay. Wo waren jetzt Stase nochmal? Stase war da, ne? Ich höre was. Wo?
Was ist das Drecksvieh? Da! Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass mir die Stasi nicht ausgeht, weil dann wäre es blöd. Okay, da ist noch einer. Kann ich da einfach runterspringen? Ja. Okay. Hier ist noch irgendwo so ein Drecksvieh. Alter, ich bin so ein geiler Schütze. Alter, ich treffe hier gar nichts. Okay. Aktivierung der Zentrifuge leitet Gravitation ein. Und nun? Jetzt habe ich natürlich keinen Luftkanister, ne? Ich habe gleich keine Luft. Oh, das ist tödlich. So ein bisschen. Okay. Hä? Das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich, dass ich keinen Luftkanister dabei habe. Hier ist so ein Stase-Ding, ne? Ja. Scheiße. Ist die Frage, ob ich das ohne Luftkanister packe? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Direkt mal abhauen. Bin ich jetzt wieder hochgefahren? Warum? So, wo ist das Ding? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Alter, worauf warte ich denn? Das reicht nicht zeitmäßig. Ich hätte den Luftkanister mitnehmen müssen. Oh. Ah, okay, gut. Komm schon. Lauf schneller, Isaac. Oh Gott. Alter. Hau mir nicht deinen Schwanz ins Gesicht. Ich mach das gleich auch, Alter. Wo muss ich denn hin? Hoch. Hör auf so zu keuchen, Mann. Ich von hier nicht gekommen? Raus, 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 raus.
Ja, ich will erstmal hier raus. Alter, komm, mach die Tür auf. Gut. Kann ich hier speichern in Ruhe. Okay, das war Knäpskes. Und nur einmal durch die Zentrifuge getötet worden. Yay. Was zum Ficken? Alter Schwede. Habe ich jetzt eigentlich gespeichert? Ich wollte gar nicht weiterrennen. Entschuldigung, ich speichere jetzt nochmal und mache dann Cut. Was war das denn? Ich wäre jetzt einfach stumpf weitergerannt. Leute, ich mache hier erstmal einen Cut. Ja. Was zum Geier war das? Vielen Dank für Ihre Kooperation. Leck mich. Ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir von irgendwelchen Riesenviechern angegriffen werden. Bis dahin, ciao, ciao.